Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation. Heute geht es um ein ganz, ganz wesentliches Thema, das dich ganz sicher auch beschäftigt. Das sind die Meinungen von außen, wie du auf Meinungen reagieren kannst von außen, wie du eine Abgrenzung zu Meinungen bekommen kannst von außen und wie du auch diese teilweise Manipulationsenergien dann auch lösen kannst und ganz in deiner Kraft und in deiner Zufriedenheit bleibst. Ein Nachteil unserer luftigen Zeit, unserer schnelllebigen Zeit ist, dass man, dass ein Gedanke zuerst einmal ganz kurz, also man denkt einen Gedanken und der kann relativ nahe an die Erdung rankommen. Man kann sich das so vorstellen, das ist wie ein Flugzeug, das tiefer fliegt. Das ist auch dann wieder weg, aber man kann es natürlich auch schneller manifestieren, weil alles leichter geht und luftiger ist. Also wenn da so ein Gedanke kommt, wenn da eine Auseinandersetzung kommt, wenn da Meinungen kommen, dann fliegen die zuerst tief und es schaut so aus, als wäre das wirklich beständig. Aber normalerweise fliegen wahrscheinlich über 90% der ganzen Geschichten wieder weiter. Nur wenn du das hältst und dich damit aufhältst, ja, dann wird das bei dir zu einer Blockade und da geht es darum, jetzt einmal ein Handwerkzeug zu haben, ein Werkzeug zu haben, ein Tool zu haben, wie du das ziehen lassen kannst, wenn es nichts mit dir zu tun hat. Und da werden wir heute damit arbeiten. Und ich lade dich gleich mal dazu ein, schließ mal deine Augen. Und atme mal tief ein und wieder aus. Und ganz tief ein. Noch tief wieder ausatmen. Und erlaube dir jetzt erstmal ganz zu dir zu kommen. Und es kann sein, dass du aufgebracht bist. Es kann sein, dass du mehrere Türen offen hast, die nach oben gehen. Dass mehrere Gedanken, die gar nicht von dir sind, rund um dich herumschwirren. Stell dir das einfach mal vor, du liegst auf einer schönen Wiese oder am Strand an einem herrlichen Tag und schaust so zum Himmel rauf, so nach oben. Und da fliegen verschiedene Flugzeuge herum. Und du schaust eben nach oben und manche Flugzeuge fliegen tiefer, die sind näher an dir dran und andere fliegen etwas höher. Und schau dir jetzt einfach mal so diesen Himmel an, schau dir mal an, wie viel Flugverkehr ist denn da? Und diese Flugzeuge, das was du da jetzt wahrnimmst, das sind so fremde Gedanken, fremde Ideen, die dir letzten Endes Kraft kosten oder deine Aufmerksamkeit auch ablenken. Und mach dir jetzt als erstes mal bewusst, diese Energien, die da sind, diese fremden, luftigen Energien, die da sind, ziehen dich aus der Erdung. Ich werde durch fremde Gedanken aus meiner Kraft gezogen. Und ich bitte jetzt darum, sämtliche fremden Gedanken, die mich aus meiner Kraft ziehen, zu transformieren. Fremde Gedanken, die mich aus meiner Kraft ziehen, sollen nun transformiert werden und gelöst werden, sodass ich kein Thema mehr damit habe. Und jetzt erlaube dir mal, eine transformative Energie auf deiner Gedankenebene einzuladen. Du kannst ein tiefes Violett dir vorstellen, wenn du möchtest, oder ein Dunkelblau. Und du erlaubst dir jetzt mal fremde Energie, fremde Gedanken, die
dich aus deiner Kraft bringen zu transformieren und zu lösen. Und du kannst jetzt wahrnehmen, dass dieses violette Licht einige dieser Flugkörper, dieser Flugzeuge löst. Und du spürst gleichzeitig, während diese Energie transformiert oder gelöst wird, erdest du dich wieder. Du erdest dich immer mehr, je mehr und je mehr dieser Flugkörper entfernt werden, je freier dein Himmel wird. Die nächste Ebene der Energie, die dich aus deiner Kraft bringt, sind alte emotionale Programme. Alte emotionale Programme. Und diese emotionalen Programme werden wiederum von außen leichter getriggert. Aber jetzt geht es nicht um die Trigger, sondern es geht darum, diese alten emotionalen Programme zu lösen. Also Gefühle, die du in deiner Kindheit oder im Laufe deines Lebens einfach festgehalten hast, einen Ärger, an den du dich immer wieder erinnerst, eine Enttäuschung, die dir immer wieder in den Sinn kommt. Und nun schauen wir mal, dass wir diese Energien erlösen. Und dazu bitten wir jetzt mal um eine hellrosarote oder rosarote Energie, die sich auf deine Schultern legt und ausbreitet und die dir gestattet, alte emotionale Programme, die dich aus deiner Kraft bringen und aus der Gegenwart holen, zu lösen. Und du spürst, dass ganz viel Vergebung, Loslassen, positive Durchsetzungskraft in dich einfließt. Und erlaube dir jetzt auch, dass der Aspekt von dir transformiert und geheilt wird, der durch diese alten emotionalen Programme vernebelt ist. Denn oftmals projizierst du deine alten Gefühle wieder in die Zukunft und du bittest jetzt darum, dass dieser Weg frei ist, offen ist und nicht mehr getrübt ist. Klaren Herzen und sehenden Auges möchte ich nach vorne gehen. Klaren Herzen, sehenden Auges möchte ich nach vorne gehen. Und es werden jetzt diese emotionalen Programme nochmal gereinigt, gelöst und transformiert. Und du spürst, wie du klarer und selbstbestimmter wirst, wie sich deine Emotionen auch senken und beruhigen. In der nächsten Stufe wirst du nun eingeladen, soziale Programme oder soziale Verwicklungen zu lösen, die dir nicht gut tun, die dich einschränken. Und du spürst nun, dass in deinem Magenbereich, deinem Solarplexusbereich,
dass deine goldene, reinigende Energie einfließt, die sämtlichen sozialen Meinungen, sozialen Programme transformiert und löst. Und du spürst, dass der Himmel über dir immer klarer wird und wie du in dir immer selbstständiger und selbstbestimmter wirst. Jedes Programm, das nun begünstigt, dass du dich mit anderen verwickelst oder dass du Gedanken entwickelst, die dir nicht gut tun oder dass du Gefühle entwickelst, die dich hindern oder dass du Handlungen sein lässt und dadurch Chancen versäumst, all diese Energien und Programme werden nun in deinem Nabelchakra aufgegriffen und transformiert. Vor allem auch das Bedauern vergangener Entscheidungen, also Sentimentalität, aber auch jegliches Programm, das deine Leichtigkeit oder Kreativität einschränkt, wird nun transformiert. Und du spürst, dass diese Einschränkungen aus deiner Nabelgegend in die Erde fließen und sich reinigen. Und du spürst auch wieder, dass du stabiler und klarer wirst. Und nun werden in einem großen transformativen Schritt sämtliche Meinungen, ob das jetzt Eigenmeinungen sind oder Fremdmeinungen sind, die deinen Eigenwert einschränken, die dich aus deiner Handlungsfähigkeit bringen, die dich emotional unter Druck setzen, all diese Programme dürfen nun transformiert und geheilt werden, gereinigt und entfernt. Und in deinem Wurzelchakra spürst du, dass die Energie jetzt einfließt, diese transformative Kraft, und dass du absolut in deine Stabilität, in deine Erdung kommst. Und durch diese Erdung und Klarheit kannst du nun Zweifel, Kleingeistigkeit, Neid, Boshaftigkeit, alle einschränkenden Gedanken und Gefühle nochmal klarer wahrnehmen. Und während du um die Gnade bittest, dich selbst von deinen kleingeistigen, neidischen Gedanken zu befreien oder befreit zu werden, lösen sich auch die Gedanken aus deinem Umfeld. Und du spürst, wie du klarer, reiner und leichter wirst, aber gleichzeitig selbstbestimmter und stabiler. Sämtliche Einschränkungen fallen ab. Und du spürst nun, dass das Licht deines höheren Selbst wie ein Sonnenlicht auf deinem Himmel aufgeht. Fremdenergien lösen sich oder sind weggegangen. Und du spürst einen freien Himmel über dir und eine prachtvolle Erde unter dir. Und du spürst die Klarheit, die Kraft und die Transformation. Und du weißt,
dass es jetzt an der Zeit ist, frei, heil und selbstbestimmt, frei von anderen Meinungen, heil von sozialen Verbindungen und selbstbestimmt aus deiner Urkraft und deinem Seelenlicht heraus deinen Lebensweg zu gestalten. Atme jetzt einmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir nun zu spüren, wie dein Licht alle Aspekte deines Daseins durchströmt und erstrahlen lässt und wie die Meinungen von außen, diese Kleingeistigkeiten, alle zur Seite gerückt sind und gelöst wurden. Spüre deine Kraft, deine Klarheit, deine Selbstbestimmung. Spüre deine Selbstbestimmung über deinen Körper, über deine Gefühle, über deine Gedanken. Du bist in der Kraft und der Kontrolle. Ich habe die absolute Kraft und Kontrolle über meinen Körper, meine Gefühle und meine Gedanken. Ich bin frei von fremden Meinungen und Manipulationsenergien. Und selbstbestimmt und klar kehre ich nun in mein Alltagsbewusstsein zurück. Selbstbestimmt und klar kehre ich nun in mein Alltagsbewusstsein zurück. Atme nochmal tief ein und wieder aus und bedanke dich mal bei der geistigen Welt für die Unterstützung und die Hilfe und komm dann eben klar und selbstbestimmt in dein Alltagsbewusstsein zurück, öffne deine Augen und spür nochmal nach. Wie ist es dir bei der Meditation gegangen? Was hat sich getan? Ich freue mich auf deine Kommentare. Schreib es mir gerne hin. Und ja, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal für mehr Meditationen und Übungen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, dein Oliver Erni aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.